Yo, und weiter geht's mit einem neuen Part von Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Wir befinden uns noch im zweiten Fall, erster Prozesstag gegen, im Fall, wo die gute Maya schon wieder verdächtig wird, was getan zu haben. Wo wir sie hoffentlich daraus befreien können. Und jetzt will die gute Franziska immer noch darauf pocht, dass es tatsächlich Notwehr war. Aber, meine Liebe, wir haben schon im letzten Part erfahren, wenn wir das tun werden, dann würden wir gleichzeitig unsere Niederlage eingestehen. Und deswegen, meine liebe Dame von Karma, das tun wir nicht. Wenn wir auf Notwehr plädieren würden, würden wir zugeben, dass sie ihn umgebracht hat. Nach dem Prozess wäre Maya als Mörderin gebrandmarkt. Ihr Leben wäre zerstört, eben deshalb. Das darf ich nicht zulassen. Euer Ehren? Sind Sie zu einer Entscheidung gelangt, Herr Wright? Oh, hat ja nicht lange gedauert, hat ja nur einen ganzen Tag gedauert, aber okay. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Verteidigung plädiert weiterhin auf unschuldig. Alles aus einem uneingeschränkten Freispruch ist inakzeptabel. Du, dein Schicksal ist besiegelt. Phoenix Wright, Inspektor. Ja, Frau Staatsanwältin. Komm zum Ende deiner Aussage, meinem endgültigen Triumph. Ja, Frau Staatsanwältin. Moment mal, den Ablauf bestimme hier immer noch ich. Natürlich. Also dann, Herr Inspektor, setzen Sie Ihre Aussage doch fort. Das Gericht wird erfreut sein, von der weiteren belastenden Beweisstück zu erfahren. Aha, belastendes Beweisstück, okay. Können wir ja gleich sagen. Zeugenaussage, belastendes Beweisstück. Tut mir leid, Junge, aber es gibt da ein weiteres, noch belastenderes Beweisstück. Und das ist nicht das Handy oder sowas, da geklingelt hat. Nein, nein, das mache ich nämlich jetzt aus. Das gehört sich nämlich nicht im Gericht, ein Handy anzuhaben. Nein, nein, nein. Dieses Kostüm trug die Angeklagte zur Tatzeit. Wie man sieht, ist es voller Blut. Die Angeklagte attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Mhm, interessant. Dies ist also das Kostüm. Die Blutspuren sind deutlich erkennbar. Damit wäre eindeutig Maya Fays Verbindung zum Mord belegt. Das Gericht akzeptiert das Beweisstück. Mayas Kostüm zur Gerichtsakte hinzugefügt. Nun denn, Herr Wright. Mayas Fingerabdrücke auf beiden Mordwaffen und Blut auf ihrer Kleidung. Schlimmer kann's jetzt aber wirklich nicht mehr kommen, oder? Ha, stimmt was nicht. Du scheinst verunsichert. Ich gehe davon aus, dass die Anklage keine weiteren Beweise mehr vorlegen muss. Kneif ruhig den Schwanz ein und gib auf, Phoenix Wright. Hätten dich auf, mich immer mit vollem Namen anzureden. Das klingt grauenhaft. Finde ich auch. Franziska von Karma. Meine Güte. Belastendes Beweisstück. Tut mir leid, Junge, aber es gibt ein weiteres, noch belastenderes Beweisstück. Und warum zur Hölle haben Sie das nicht schon in Ihrer Aussage vorhin erwähnt? Du machst mir heute irgendwie Angst, weißt du, Junge? Ich bitte Sie, Herr Wright. So ein Benehmen wird in meinem Gerichtssaal nicht geduldet. Schon gut. Bitte hören Sie auf, mich so anzustarren. Okay. Dieses Kostüm tut die Angeklagte zur Tatzeit. Mayas Kostüm? Ja, sie trug es bei ihrer Verhaftung. Maya, sie trägt heute schon wieder ihr Beschwörungskostüm. Darf sie denn gar nichts anderes anziehen? Das ist die Frage. Wie man sieht, ist es voller Blut. Das Blut auf diesem Kostüm. Die Untersuchung im Labor hat ergeben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Ja, na super. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es ein anderes Blut wäre. Wobei, ob das besser wäre, ich weiß es nicht. Aber naja, gut. Es befindet sich also Blut des Opfers auf der Ankleidung der Angeklagten? Gar nicht gut. Könnte sie diesem Beweisstück noch irgendwie andere Hinweise entnehmen? Also...
Wechsle ruhig das Thema, dann muss der gute Inspektor noch einmal aussagen. Wie schade, keine Zeit. Wir sollten dann wohl fortfahren. Ja, von Karma hat vollkommen recht. Jetzt hat sie sogar schon den Richter auf ihrer Seite. Dabei stehe ich doch so kurz davor, sie fertig zu machen. Was soll ich bloß tun? Ha, was haben wir denn da noch so? Mayas Kostüm. Das sah gerade nämlich interessant aus. Ich habe da gerade so im Augenblick was gesehen, aber anscheinend kann ich es euch noch nicht zeigen, deshalb weiter angreifen. Warum wird Franziska auf einmal so schmallippig? Sie muss einen Grund für so einen übereilten Einspruch gehabt haben. Seht ihr's? Und der muss irgendwas mit diesem Kostüm zu tun haben. Ich glaube, ihr seht es bestimmt auch. Also gut, ich denke mal, dass die rote Farbe ist auffällig, ne? Aber was anderes ist ja auffällig. Seht ihr das Loch an dem linken Ärmel? Wenn wir davon ausgehen, dass Maya sozusagen als Mörderin abgestellt wurde, warum sollte sie dann mal angenommen zu sich selbst schießen? Macht für mich keinen Sinn eigentlich. Ich muss mich nur noch mehr anstrengen. Herr Wright! Frau von Karmas Beweiskette ist lückenlos. Da gibt's für sie nichts mehr zu holen. Hab keine Zeit mehr. Also zu dem Kostüm. Eine Frage noch. Euer Ehren, bei dem Beweisstück gibt es einen eindeutigen Fehler. Was? Wie kommst du denn darauf, Junge? Genau das, was ich euch nämlich gerade erklärt habe, würde ich vermuten. Wo liegt denn dieser Fehler, den Sie meinen? Soweit habe ich schon geschafft. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Der Fehler liegt genau hier. Und das ist natürlich klar. Dieses Loch. Wenn das Gericht sich bitte den Ärmel des Kostüms anschauen würde. Den Ärmel? Da ist ein kleines Loch. Ein Loch? Aber das stand nicht im Bericht. Einen Moment. Was ist da um den Loch herum? Es riecht ganz schwach nach Schießpulver. Schießpulver? Davon hat mir keiner was gesagt. Oh mein Gott, da bist du blind, Gumshow. Oh mein Gott. Ja, ich glaube anscheinend schon. Ein Loch, das nach Schießpulver riecht. Und im Übrigen, Loch, sie haben Loch gesagt. Ja, ich weiß, das war unheimlich lustig. Nicht, aber okay. Da habe ich anscheinend doch noch eine Lücke gefunden. Lücke. Euer Ehren, hier kann es sich nur um ein Einschussloch handeln. Ruhe, verdammt nochmal, das ist ein schwerwiegender Sachverhalt. Wir sollten erst einmal die Gerichtsakte auf den neuesten Stand bringen. Mayas Kostüm in Gerichtsakte aktualisiert. Ich muss mich entschuldigen, da haben wir wohl geschlafen. Sie lächelt? Was verbirgt sie noch? Reiß dich zusammen, Inspektor. Dieses kleine Loch beweist gar nichts. Die Beweise sind trotzdem eindeutig. Fahr mit deiner Aussage fort. Das war gerade reiner Zufall. Nichts weiter. Wie kannst du das behaupten? Das ist ein eklatanter Fehler. Ich stimme mit Ihnen überein, dass es sich hier um einen Fehler der Polizei handelt. Aber Staatsanwältin von Kam hat recht. Die Beweise sind immer noch eindeutig. Wenn Sie keinen grundlegenden Fehler finden, dann... Das kann nicht wahr sein. Inspektor Gumshow, bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Ja, euer Ehren. Die Angeklagte attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Er wehrte sich also nicht? Woher wollen Sie das so genau wissen? Wir haben keine Spuren gefunden, die auf Gegenwehr schließen lassen, Junge. Gab es also zwischen dem Opfer und dem Mörder einen Kampf oder nicht? Die Antwort auf diese Frage kann den Ausgang des Prozesses entscheidend beeinflussen. Ich würde sagen, ja, wenn ein Loch in der Kleidung steckt. Wir stecken in der Klemme. Wenn ich nur beweisen könnte, dass das Opfer sich gewehrt hat. Diese Franziska meint also, sie könnte den Ausgang mit nur einer Aussage entscheiden. Ich muss irgendwie einen offensichtlichen Widerspruch finden, dann habe ich sie. Ja, und den Widerspruch, den haben wir, würde ich sagen. Und zwar nämlich die letzte Aussage, deshalb
war es auch richtig, dass wir da beharrt drauf haben. Achso, mit Werten. Ja gut, das war die letzte. Okay, ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ich sollte ein bisschen besser lesen vielleicht, aber okay. Bla bla bla. Beweisstück. Angeklagte war voller Blut. Die Angeklagte attackierte und tötete die sich offensichtlich nicht wehrte. Und ich würde sagen, das kann nämlich nicht stimmen. Denn, wenn wir auch mal kurz nachdenken, die Pistole hatte ja, gehörte ja dem guten Herrn Turner. Und vielleicht, der Tathergang war ja so, dass er erst eine Stichverletzung bekommen hat, da er noch nicht gestorben ist. Und vielleicht in diesem Zeitpunkt dann seine Pistole genommen hat und dann wohl verfehlt hat anscheinend. Und ja, das ist natürlich dann wieder die Sache, dass es dann wohl doch einen Kampf gab. Und deswegen präsentieren wir natürlich das Kostüm. Denn wie bereits schon gesagt, dieses Loch hier weist dann doch hin, dass es wohl dann doch einen Kampf gab, würde ich schätzen. Und es ist auch richtig, okay. Hört mich auch jetzt verwundert, muss ich gestehen. Inspektor Dickgamshow. Ja? Hey, irgendwie ist mir das unangenehm, mit vollem Namen angesprochen zu werden. Sie behaupten, meine Mandantin tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Ja, das tue ich. Dann gestatten Sie die Frage, was das übersehbare Einschussloch bedeutet. Was es bedeutet? Ich sag Ihnen, was es bedeutet. Es bedeutet, dass das Opfer einen Schuss abgegeben hat. Verstehen Sie das unter sich nicht wehren? Du hast recht. Hört sich logisch an. Ein Schuss vom Opfer auf die Angeklagte würde alles ändern. Na endlich, der Wind scheint sich zu drehen. Ha! Was soll dieses... War es das endlich Lachen? War es das endlich Phoenix Wright? Frau von Karma? Nehmen wir mal an, das Opfer hatte tatsächlich auf Maya Fey geschossen. Nur ein weiterer Grund, auf Notwehr zu plädieren. Das stimmt allerdings. Was allerdings, euer Ehren, nicht zum Plädoyer der Verteidigung passt. Statt auf Notwehr zu plädieren, blieb sie beim Unschuldig. Ah, jetzt wo sie es. Vollkommen richtig. Das heißt, die Beweise liegt weiterhin bei der Verteidigung. Nein. Also, tja, wo sie recht hat. Außerdem kann alleine die Tatsache, dass das Kostüm ein Einschussloch aufweist, nicht einmal die Notwehrvermutung ausreichend stützen. Hä? Wieso das? Ah! Steh nicht so nutzlos in der Gegend herum. Berichte dem Gericht gefälligst, wie der genaue Tatgang war. Unter Berücksichtigung sämtlicher neu gewonnener Informationen natürlich. Was? Sie meinen ich ganz allein? Sie verlangen, dass ich ganz allein alle Einzelheiten zusammenfasse? Ah! Jawohl, sofort, Frau Staatsanwältin. Wow, sie hat ihn ja richtig in der Hand, muss ich sagen. Zeugenaussage, der Tathergang. Während der Beschwörung sah die Angeklagte ihre Chance, das Opfer zu erstechen. Das Opfer übte verzweifelte Gegenwehr aus. Während des Kampfes gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen. Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Daraufhin brachte die Angeklagte die Pistole an sich und beendete den Kampf. Große Distanz? Hört sich plausibel an. Jawohl, euer Ehren. Also, Herr Wright. Ergibt beim ersten Hören ja wirklich Sinn. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Bitte hören Sie auf, mich so anzustarren. Also gut, wenn Sie den Zeugen dann ins Kreuzverhör nehmen wollen. Kreuzverhör, der Tathergang. Huiuiui, das wird ja schon richtig, also ziehen schon mir richtig rein hier, muss ich sagen, hier. Ich glaube, so lange haben wir den guten Gamsche ja auch noch nicht im Zeugenstand. Aber gut. Während der Beschwörung sah die Angeklagte ihre Chance, das Opfer zu erstechen. Der größte Unterschied zwischen Dr. Gray und der Angeklagten ist beträchtlich. Außerdem war das Opfer viel kräftiger. Wie hätte sie da erfolgreich zustechen sollen? Jetzt, wo du es erwähnst, ja, das klingt plausibel. Glaubst du wirklich, du kommst so leicht davon, Phoenix Wright? Maya Fey befand sich mit in einer Beschwörung oder etwa nicht? Das Medium kann mithilfe der Kurainer Beschwörungstechnik seine Füße manipulieren. Mit der Statur der Schwester hätte die Angeklagte es mit dem Doktor aufnehmen können.
Ich fass es nicht. Sie hat sogar die Kurainer Beschwörungstechnik gelernt. Wie ich schon sagte, ich bin Perfektionistin. Wovon genau reden Sie da eigentlich? Ich komme da nicht ganz mit. Wie auch immer, fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Das Opfer übte verzweifelte Gegenwehr aus. Die Stichwunde, die er erlitt, war also nicht die eigentliche Todesursache. Der daraus resultierende Blutverlust hatte allerdings beträchtliche Konsequenzen. Und wie beträchtlich wären die Konsequenzen Ihrer Meinung nach? Zufälligerweise habe ich gerade neulich Blut gespendet. Und danach habe ich mich leicht benommen gefühlt und mir war etwas schwindelig. Ich schätze, die Wunde hat ungefähr circa die zehnfache an Schwindel verursacht. Ah! Entschuldigung. Während des Kampfes gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen. Wo in aller Welt kam bitte die Pistole her? Das Opfer, Dr. Gray, scheint sie extra für eben jeden Tag erworben zu haben. Aber eine Pistole? Er hat sie 2 Tage vor der Tat auf dem Schwarzmarkt gekauft. Warum hatte Dr. Gray eine Pistole dabei? Weswegen diese Vorsichtsmaßnahme? Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Sie behaupten also, dass das Einschussloch im Kostüm zum Tatzeitpunkt entstand? Tut mir ja leid, Junge, aber so sieht's aus, würde ich sagen. Die beiden befanden sich mitten im Kampf, als der Schuss abgegeben wurde. Maja, was für ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Daraufhin brachte die Angeklagte die Pistole an sich und beendete den Kampf. Maja hat in ihrem ganzen Leben noch keinen Schuss mehr der Waffe abgegeben. Das Opfer stand schutzlos vor ihr. Sogar ein Anfänger wie du hätte das gekonnt. Sogar ich? Echt? Siehst du? Die perfekte Logik einer von Karma. Seine Aussage ist in der Tat äußerst ungünstig für uns. Aber da muss es einfach irgendeinen Widerspruch geben. Und den aufzudecken, hieße die Wahrheit zu enthüllen. Da bin ich absolut sicher. Puh, jetzt bin ich aber echt überfragt, weil jetzt wüsste ich tatsächlich nicht, was ich zeigen muss. Ich habe eine einzige Vermutung. Und zwar ist die Vermutung, die ich habe, ist dieser Wandschirm. Ungefähr 20 cm über dem Boden ist ein kleines Loch, das wie ein Einschussloch aussieht. Nur die Frage ist, ob das das ist, weil dieses Loch, zeigt ja eigentlich an, dass es dann nicht so aus der Nähe zu schossen. Das verzweifelte Gegenwehr aus. Während des Kampfes gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen, feuerte sein Schuss wegen der kurzen Distanz. Aber gut, die Frage ist, muss es eine kurze Distanz gegeben haben? Das ist die Frage. Das sagt ja eigentlich nichts aus hier tatsächlich. Haben wir sonst noch was hier? Wir haben dieses Kostüm. War ein kleines Obstmesser gehörte Dr. Gray. Zwei Schüsse abgefeuert. Aber gut, das wird es ja auch nur bestätigen, dass er seinen Schuss verfehlte. Gut, das bestätigt es ja nur. Ja, gut. Was steht da? Und dann aus kurzer Distanz erschossen. Schießpulver um einen Bus. Ja, okay. Ja gut, das ist es tatsächlich auch. Aber noch irgendwas in den Profilen, was da steht. Da haben wir nix. Dr. Gray. Beging Kunstfehler, das ist auch nix. Auch nicht so wirklich. Auch nicht so würdig, würde ich mal sagen. Brachte die Angeklagte die Pistole an sich und beendete den Kampf. Ich bin echt jetzt gerade ratlos hier, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe gerade keine Ahnung. Ja, und es kommt, gelang es dir auch, seine Pistole zu ziehen. Das ist aus. Und das sah die Angeklagte Chance zu stechen, ja. Das kann ja sein, das verzweifelte Gegenwehr aus. Das kann ja auch sein. Gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen. Das ist ja auch wohl möglich.
Diese Aussage hier, die finde ich echt komisch. Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Diese Aussage, die macht irgendwie, finde ich irgendwie komisch, muss ich gestehen. Nur warum, das macht eigentlich, wenn ich mal so überlege, das ist die einzige Aussage, die finde ich nicht so ganz Sinn macht. Wenn man eine kurze Distanz hat, dann ist es doch eigentlich logischer, dass man trifft und nicht ganz verfehlt. Aber... Ja gut, wir können es ja probieren, zumindest einmal, weil, wie gesagt, das Einzige, was mir halt, wie gesagt, einfallen würde, ist halt der Wandschirm. Weil wenn wir uns denn nämlich da nochmal den Plan da anschauen, nein, nicht präsentieren, dann sehen wir, die waren ja ungefähr in der Mitte hier und dann wäre es ja zumindest mehr als 20 cm. Aber ja gut, kurze Distanz stand da nur, ist ja mehr als 20 cm, aber... Wie gesagt, ansonsten wüsste ich nicht, was da ist, weil das nächste könnte dann ja auch wieder Sinn machen. Daraufhin brachte die angeklickte Pistole an sich und beendete den Kampf. Was ja auch durch die Fingerabdrücke ja auch belegt ist, deswegen. Also das macht ja Sinn. Nur diese Aussage hier, die ist, finde ich, die komischste von allen. Nur ich weiß halt nicht, was ich da präsentieren könnte. Geh nochmal kurz durch, was haben wir da? Der Zeitungsausschnitt, der wird mir da wenig bringen. Die Karte wird mir da auch wenig bringen. Das wird sowieso wenig bringen. Zeitungsausschnitt 2, der bringt mir auch wenig. Ja, der Wandschirm, wie gesagt. Na gut, der ist 20 cm über dem Boden, aber der schwarze Schlüssel. Keine Ahnung, was mir halt, wie gesagt, das bringen soll. Der ominöse Hinweis, der alles lichten wird von mir. Keine Ahnung wie, aber okay. Die Karte des Tatorts. Ja gut, wie gesagt, das zeigt ja auch nur an hier, ja, die Breite. Der Autopsiebericht. Ja gut, das kann ja auch sein. Ja gut, zwei Schüsse abgefeuert, macht ja auch Sinn tatsächlich. Mal nochmal durchgehen. Ja, da muss er auch Fingerabdrücke haben. Das ist richtig, ja doch. Das Messer, ja gut, das ist auch klar. Ja, das ist auch klar. Und das Kostüm ist auch klar. Also wie gesagt, ich würde es versuchen, wir schauen den Wandschirm. Wenn es das ist, dann ist es gut. Wenn nicht, dann... Außer ich habe verloren. Keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass wir nicht direkt sterben. Also dass die Leiste nicht runtergeht. Ich probiere es mal. Ja, okay, es ist falsch. Gut, dann muss ich wohl nachschauen, weil dann habe ich echt keine Ahnung. Ja, ich dachte, nein, okay. Gut, aber ich werde den Part beenden und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Jake.